Die Bundeslade. Um kaum ein anderes Artefakt aus biblischer Zeit ranken sich mehr Mythen und Geheimnisse. Schatzjäger auf der ganzen Welt sind auf der Suche nach ihr. Wo ist die Bundeslade? Als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war, lagerte es am Sinai. Dort empfing Mose, der Anführer des Volkes, einen Auftrag von Jahwe. Jahwe sagte: Mache eine Lade aus Akazienholz. Und in die Lade sollst du das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Aus den biblischen Berichten können wir relativ genau erschließen, wie die Bundeslade ausgesehen haben könnte. Künstler und Wissenschaftler haben daher in Rekonstruktionen versucht, sie für uns sichtbar zu machen. Wir sehen hier einige von solchen Vorschlägen, wie die Bundeslade ausgesehen haben könnte. Die Lade war dazu bestimmt, in der Stiftshütte bzw. im Zelt der Begegnung zu stehen. Dies war ein transportables Heiligtum zur Zeit der Wüstenwanderung. Den Tempel in Jerusalem erbaute ja erst König Salomo im 10. Jahrhundert vor Christus. Wie das Zelt der Begegnung, so musste natürlich auch die Lade selbst einfach zu transportieren sein. Daher hatte sie relativ kompakte Maße, eine Länge von ca. 1,25 m, eine Höhe und Breite von ca. 75 cm. Sie bestand aus Akazienholz. Akazienholz ist extrem hart, schwer zu bearbeiten auch, aber dadurch auch sehr, sehr widerstandsfähig und perfekt geeignet für so eine lange Wanderung wie 40 Jahre durch die Wüste. Von der Lade ging eine numinose, wundersame Kraft aus. Als die Israeliten nämlich in das gelobte Land Kanaan einziehen wollten, was ja der Sinn ihres Exodus aus Ägypten war, mussten sie, da sie von Osten kamen, zunächst erstmal den Jordan, den großen Fluss in Israel, überqueren. Die Priester stellten sich mit der Lade in den Fluss. Am Ufer stellten sie sich in den Fluss und auf wunderbare Art und Weise hörte das Wasser des Flusses auf, von oben herabzufließen. Es bildete sich eine große Mauer aus Wasser, ganz ähnlich wie im Schilfmeer, durch das die Israeliten geführt worden waren von Jahwe. Als es dann daran ging, als erste Stadt im gelobten Land Jericho zu erobern, umrundeten die Israeliten, genauer gesagt die Priester mit der Lade und alle Kriegsleute, die Stadt 6 Tage lang, jeden Tag einmal komplett. Am 7. Tag wiederholten sie die ganze Prozession, und zwar 7-mal. Die 7 ist immer eine besonders wichtige Zahl in der Bibel. Also 7-mal umrundeten die Priester mit der Lade und die Kriegsleute die Stadt Jericho, und beim 7. Mal mit Posaunenschall sind die Mauern von Jericho zusammengebrochen und die Stadt konnte ganz einfach eingenommen werden. Durch die Kraft Jahwes natürlich, aber auch der ihn repräsentierenden Lade. Später, als die Israeliten einmal gegen die Philister kämpften, das waren welche von den sogenannten Seevölkern, wollten sie sich diese kriegerische Kraft der Lade wieder zunutze machen. Holten sie also in ihr Heerlager hinein, aber da ging die Rechnung nicht so gut auf wie vor Jericho. Im Alten Testament kann man nie so ganz sicher mit Jahwes Beistand rechnen, so wie man ihn haben möchte. Jahwe ist durchaus unberechenbar. Er ist ein eiferner Gott, er ist ein leidenschaftlicher Gott. Und so hilft er den Israeliten nicht, als sie die Lade zu sich in die Schlacht holen gegen die Philister. Im Gegenteil, das Ganze artet in eine Katastrophe aus. Die Philister
schlagen die Israeliten vernichtend und rauben sogar die Bundeslade und bringen sie in ihre eigenen Städte. Allerdings, auch dort verbreitet die Bundeslade dann eher negative Stimmung. Die Philister stellen die Lade zunächst im Tempel ihres Gottes Dagon auf, dessen Kultstatue fällt des Öfteren zu Boden aufgrund der Anwesenheit der Lade. Danach bekommen die Philister Beulen und werden von Mäusen geplagt, sodass sie irgendwann ganz entnervt die Lade einfach wieder zurück nach Israel schicken. Dort lagert sie dann für längere Zeit in einer Stadt namens Kiriat Jearim. David, der erste große König, wenn man so möchte, von Israel, holt die Lade aus Kiriat Jearim und bringt ihn in seine neue königliche Residenzstadt Jerusalem. Dort wird sie dann unter Davids Nachfolger König Salomo in den von ihm gebauten Tempel gebracht. Hier im Tempel von Jerusalem verliert sich leider auch schon die Spur der Lade. Denn 586 vor Christus erobert König Nebukadnezar II. Von Babylon Jerusalem und plündert den Tempel. Ob er dabei auch die Bundeslade mitgehen lässt, wissen wir leider nicht. Wir haben keine Überlieferungen über das weitere Schicksal der Bundeslade. Nur in einer sehr späten Quelle, dem 2. Makkabäerbuch, heißt es, dass der Prophet Jeremia, der zur Zeit des Untergangs Jerusalems gewirkt hat, dass Jeremia die Bundeslade gerettet habe, indem er sie zum Berg Nebo in eine Höhle gebracht habe. Den Berg Nebo kennen wir von Mose. Dort stand Mose kurz vor seinem Tod und durfte, also auf der anderen Seite des Jordans, ins Heilige Land schauen. Offenbar, das haben wir jetzt schon gesehen, ging von der Lade eine ganz besondere Kraft aus, denn sie verkörperte die Präsenz Jahwes. Dort, wo die Lade war, war Jahwe. Das heißt, dort, wo die Lade war ein Maximum an Heiligkeit. Und deswegen konnte sie auch nicht einfach irgendwo stehen und jeder konnte zu ihr hin und sie anfassen. Es gibt die Geschichte von einem Mann namens Usa. Usa wollte die Lade bei einer Gelegenheit stützen. Er wollte sie schützen und retten, weil sie drohte, auf den Boden zu fallen. Deswegen ist er hingeeilt, hat die Lade berührt mit den Händen und hat dafür eine Strafe von Gott bekommen, weil die Lade so heilig ist, dass sie selbst mit gutem Willen nicht berührt werden durfte. Aufgrund dieser heiligen Qualität der Lade stand sie im sogenannten Allerheiligsten. Das war ein kleiner abgetrennter Raum in der Stiftshütte bzw. im Tempel, den niemand betreten durfte. Nur der Hohepriester, und zwar nur an einem einzigen Tag im Jahr, dem großen Versöhnungstag Yom Kippur. An diesem Tag sprengte der Priester etwas Blut von Opfertieren an die Bundeslade, um somit die Sünden des Volkes und seine eigenen Sünden zu sühnen. Ein ganz archaischer Ritus. Was lässt sich nun aus wissenschaftlicher Sicht über die Bundeslade sagen? Existierte sie wirklich? Nun, beweisen können wir es natürlich nicht. Aber es spricht erstmal auch grundsätzlich nichts dagegen, dass es die Bundeslade einmal wirklich gegeben hat. Jedoch müssen wir uns vielleicht davon verabschieden, dass es so eine einmalige israelitische Sache war, wie man der Bibel vielleicht entnehmen könnte. Denn im Grab des Tutanchamun in Ägypten hat man eine Truhe gefunden, die frappierend ähnlich aussieht wie das, was wir von den Beschreibungen der Bundeslade her rekonstruieren könnten. Ich blende hier mal ein Bild ein. Und das ist eigentlich auch ganz wenig überraschend, dass
die Bundeslade vielleicht in Ägypten so ein konkretes Vorbild hatte. Wir wissen über diese Funktion der Truhe in Tutanchamuns Grab wenig. Aber gerade in der Frühzeit der israelitischen Geschichte, als Ägypten noch eine Großmacht war, ist unglaublich viel an Kulturelementen von Ägypten nach Israel hinübergeschwappt. Nun, was ist mit der Bundeslade passiert? Fakt ist, wir wissen es nicht, auch wenn es eine Unzahl an Theorien gibt, die genau darauf eine Antwort liefern möchten. Was ist mit der Bundeslade passiert? Die wohl berühmteste dieser Theorien ist die Überlieferung, die von der äthiopisch-orthodoxen Kirche vertreten wird. Demnach wurde die Bundeslade von einem Sohn König Salomos heimlich nach Äthiopien gebracht. Und dort in Aksum soll sie immer noch sein, bis auf den heutigen Tag, in einer kleinen Kapelle neben der Kirche von der heiligen Maria von Zion. Ob die Bundeslade Wunder wirken konnte und ob es sie heute vielleicht noch gibt, das werden wir nie wirklich sicher erfahren. Es ist eine Sache des Glaubens.